Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal zu einem weiteren Warzone-Video. Heute spectaten wir wieder ein bisschen. Ja, es ist auch wieder einiges passiert mit ein paar interessanten Loadouts, allerdings natürlich auch eine Waffe, die sehr, sehr häufig am Start war, die NZ41. Und da das ganze Format das letzte Mal wirklich so gut angekommen ist mit dem Cheater, gibt es natürlich heute direkt die nächste Folge. Kuss auf jeden Fall dafür den ganzen Support. Wie gesagt, wir haben einfach eine Runde Solo spectated. Wenn ihr sowas feiert, lasst natürlich gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, was man als nächstes beobachten könnte. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Abonnieren und liken nicht vergessen. Wir sehen uns in der Runde. Let's go. So, wir spectaten eine Runde Solos auf Caldera und wir gucken einfach mal aktuell, welche Waffe wohl die Meta sein wird. Ich denke mal nicht, dass sehr viele Leute mit einer NZ spielen werden, da die Waffe ja nicht mehr so gut ist. Cover. Pack. Level 77 mit M13, ein bisschen was Neues, die in Anführungszeichen neue Meta, da haben sich ja sehr viele getriggert gefühlt. Bis zum Damage Drop ist die M13 tatsächlich stärker als ein NZ. Overall die Warzone-Geschichte, die NZ ist schon eine der dreistesten und schlimmsten Meta-Waffen, die es gibt. Okay, Typ 100 in einem ganz, ganz wilden Bild. Okay, hier wird ein bisschen gecampt mit Heartbeat, man kennt's. Okay, herzlich willkommen auf Caldera, da knallt's gleich. Okay, da wird sich defensiv zurückgehalten, ganz klassisch. Lieber ein bisschen Munition sparen, ist natürlich auch wichtig. Oh. Aber da knallt es. Ich glaube, der Gegner hat ein NZ, das hat man vielleicht gesehen. Ich glaube auch dazu, auf Caldera speziell ist die NZ41 einer der längsten Meta-Waffen. Zusammen mit der Brenn zusammen ist die NZ, denke ich, so einer der längsten Meta-Waffen, die es in Warzone bzw. auf Caldera gab. Beides sehr langweilig, ich muss aber sagen, so vom allgemeinen Ding ist einfach die NZ so ein bisschen nerviger, weil halt wirklich auch nach den Patches jeder, wenn man ehrlich ist, jeder seine Kugeln treffen kann. Okay, was sehen wir hier eigentlich? Camper City? Wir haben natürlich den richtigen Spieler wieder erwischt. Schade. Das Ding bei der NZ ist halt, der Nackenschaden ist so stark, dass du wirklich auch eine extrem gute Time to Kill bekommen kannst. Und dazu kannst du halt auch jede Kugel treffen. Deswegen ist es alles in Kombination wirklich sehr broken. Und ich glaube, wenn man die NZ damals mit einer angepassten Time to Kill auf Verdansk hätte, wäre das auch dort wirklich absolute Meta gewesen. Auch halt einfach wegen der Präzision. Es gab natürlich einige Meta-Waffen auf Verdansk, die jetzt wenig Rückschuss hatten. Aber das, was wir speziell mit den Vanguard-Waffen haben, ist ja nochmal ein Stück weit schwieriger, weil halt wirklich 0,00 Rückschuss da ist. Plus die Waffen auch auf Distance sehr, sehr heftig lasern. Okay, er sieht ihn. M13 Meter. Any Meter. Okay. Im Endeffekt sind wir jetzt hier bei dem Dude gelandet, der auch abgamed wurde. Schade. Okay, die Zone dauert noch ein bisschen, bis sie da ist. So ungefähr 1-2 Minuten. Zu der MWZ war es ja so, dass die Waffen eigentlich noch so ein bisschen Rückschuss hatten. Auch sehr leicht zu kontrollieren, man aber halt ein bisschen Gun-Feeling hatten, dass man so das Gefühl hatte, man muss Rückstoß kontrollieren. Zu Cold War wurde es so ein bisschen weniger. Das stimmt auf jeden Fall. Waffen wie eine Pharah auch unglaublich okay. Meter. M13 Meter. Ich habe es immer gesagt. Aber jetzt mit Vanguard speziell muss man halt einfach sagen, die Waffen werden, ja, immer einfacher zu kontrollieren. Selbst mit niedrigem FOV auf Konsole ist es eigentlich fast mit jeder Meta-Waffe, die es aktuell gibt, wirklich easy, die Shots zu treffen. Was haben wir hier? NZ? Ist er sich nicht so sicher? Er trustet in die M13, wichtig. Der tat weh. Hört sich nach einer HDR oder nach einem Dreiliniengewehr an, würde ich sagen. Peck auf jeden Fall ein sehr, sehr defensiver Spieler. Oh Mann, was sehe ich hier? Oh, jetzt knallt's. Es war gar keine NZ, es war eine Bar, die ihn gelasert hat. Okay, jetzt im Loadout hat er allerdings seine NZ41 mit 40 Schuss Magazin. So, wenn er clever ist, kann er ihn eigentlich von hinten pushen. Uff, da ist der erste Kill, beziehungsweise der zweite Kill. Aber der erste Kill mit der NZ, okay. Okay, man hört einiges an Schüssen, aber wir haben den falschen Spieler erwischt. Oh. Ah, das hätte eigentlich ein Freekill sein können. Es tut mir wirklich leid, ich würde gerne Gameplay zeigen. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Oh, Warlex, hallo, ich sehe niemanden. Klassischer Caldera-Spieler. Er sieht sogar zwei Spieler ganz oben. Oh, Any Snipes? Oh ja.
Es hat sich auch wieder verdächtig nach einer Endzeit angehört. Ich bin auch wirklich sehr gespannt, wie das jetzt mit Warzone 2 aussieht, wie die Map aussehen wird, wie allgemein das Ganze umgesetzt wird, weil Venom mit der Pharah, keine NZ, hallo? Pharah haben wir auch eben schon angesprochen, auch eine alte Meta-Waffe, die auch zwischendurch wenig Rückschuss hatte. Und eine MP40 mit einem wilden Loadout, 8 Kills, sieht nach einem, das sieht wirklich nach einem Demon aus. Any TikToks, hallo? Hat er schon die neue Meta gefunden, hallo? Ich bin so ein bisschen kritisch bei der Map, weil Caldera, jeder hat sich gefreut auf eine neue Map. Verdansk, muss man ehrlich sagen, es ist eine 10 von 10 Map overall gewesen. Aber im Endeffekt, wenn man sich zurückerinnert an die Zeit, als Verdansk aktiv war, war Verdansk schon ab und zu schon so ein bisschen gehatet. Und es gab einige Spots, den Camper Tower bei Airport, die ganzen anderen Spots, wo auch wirklich sehr verkämpft waren, die Leute nicht so gefeiert haben. Und jetzt im Endeffekt wünschen sich die Leute nichts mehr als Verdansk zurück. Aber ich würde, by the way, alles nochmal dafür tun, um so eine Woche oder so einen Monat nochmal Verdansk zu spielen. Das wäre wirklich so das Größte, was das COD machen könnte. So einen Monat vor Release Verdansk zurückbringen. Der Nachteil daran wäre, danach würde halt niemand mehr die neue Map spielen wollen. So, Venom mit einem wirklich wilden Loadout, muss man sagen. Oh nein, das hört sich nach einer Endzeit an. Stimplay, wichtig. Doppeltes Stimplay. Wir haben hier auf jeden Fall einen guten Spieler am Start, der jetzt bodenlos von einem Z weggelasert worden ist. Das ist wirklich sehr bodenlos. Sens, Jens, wie auch immer er ausgesprochen wird, mit der NZ41, mit dem klassischen Meta-Setup. Oh ja, ja. Klassischer NZ-Laser. Ursprünglich war ja Caldera auch so, wie ich das damals richtig verstanden habe, auch so gar nicht geplant, weil Outbreak war ja quasi das, was schon geplant war, aber die Leute haben gemerkt, so als der Modus quasi im, sehe ich hier, als die Map quasi vorgestellt wurde, dass die Leute keinen Bock darauf haben, dann hat sich das Ganze, glaube ich, so relativ schnell auch wieder geändert und da bin ich gespannt, wie es mit Warzone 2 aussieht. So. Boah, ein Orbi, hallo? Einfach den Orbi hier gezogen. Die Frage ist, wer hat den Orbi da liegen gelassen? Eigentlich ein Freekill. Mhm. Warte, was? Er hat den Cluster nicht mitgenommen. Aber links ist eigentlich zu 99% ein Freekill, wenn er jetzt das Ganze ein bisschen clever spielt. Problem, er bekommt einen Cluster auf den Kopf, aber trotzdem eigentlich Freekill. Okay, er will die Kills nicht. Hallo? Winden auch wichtiges Perk, speziell gegen NZ-Spieler. Ich glaube, von rechts wird ihn gleich komplett auf den Kopf geschossen. Nein, er hat keinen Kill bekommen. Das ist bodenlos. Shepper. So, noch drei andere Spieler. Einer ist auf jeden Fall oben. Und ich gehe stark davon aus, dass jetzt der Spieler mit dem Win möglicherweise ein NZ spielt. Komischerweise. Ist das ein NZ? Das ist keine NZ, oder? Das war keine NZ, die er gespielt hat. Okay, das war ein NZ. War das ein Cooper-Karabiner? Okay, er nutzt den Lowground. Eigentlich nicht so clever. Aber. Warte, ist da gerade jemand gedroppt? Ist da gerade jemand gedroppt? Freekill? Nein, nein, er zielt auf den Falschen. Wieso lagen da zwei S-Minen mitten auf einer Straße? GG's. Das waren relativ viele NZs, aber gar nicht so viele, wie ich gedacht hätte. Wir hatten eine M13, wir hatten eine Pharah, eine Bar zwischendurch, eine Sniper. Es ging. Aber trotzdem, NZ ist wirklich bodenlos.